Hi, willkommen bei Rick Koch. Ich bin Rick. Heute machen wir mal nichts Fleischiges, sondern was aus dem Meer. Richtig schnell gemacht, super lecker. Und dafür brauchen wir zum Beispiel das hier. Ich denke mal, ihr wisst ganz genau, was es ist. Und zwar haben wir jetzt super leckere Muscheln gemacht. Mit einer richtig schönen Weißweinsoße. Dazu ein bisschen Baguette. Das wird einfach herrlich. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Denn lassen gefällt mir da unten Abonnement. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Ja, was wir für unsere Muscheln brauchen, ist erstmal natürlich ganz viele Muscheln. Hier ist es wichtig, dass man die vorher sauber macht und guckt, ob die noch in Ordnung sind. Also ich habe die dann halt immer genommen und hier an den Seiten sind so eine Fäden dran. Die muss man abmachen, weil die will man später nicht im Essen haben. Und naja, man muss halt gucken, ob die noch leben. Da ist halt das Ding, dass man dann hier halt schauen muss, dass hier noch zu ist, beziehungsweise maximal so 2 mm offen sind. Und wenn das dann mal ein bisschen weiter offen sein sollte, dann muss man einfach mal so ein bisschen so drauf klopfen. Und wenn die dann wieder zugehen, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Denn wenn man die halt abwäscht, mit kaltem Wasser, dann denken die, oh geil, ich bin jetzt wieder im Meer, ich kann jetzt mal wieder ein bisschen frisches Wasser trinken. Öffnen sie sich und ziehen dann halt ein bisschen Wasser, dann klopft man halt mal drauf. Und wenn sie dann wieder zugehen, ist alles safe. Ja, wir mussten leider ganz schön viele Muscheln aussortieren. Naja, manchmal ist das so. Also unsere Muscheln, dann haben wir Brühe, dann haben wir hier Knoblauch, Tomaten. Oh, hier haben wir noch Lorbeerblätter. Haben wir fast gar nicht gesehen. Karotten, Lauchzwiebeln und Zwiebeln. Und natürlich Weißwein. Sollen ja Weißweinnudeln werden. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Wir haben schon unser Öl erhitzt und jetzt werden wir erstmal unser ganzes Gemüse bis auf die Tomaten anbraten. Das heißt, dann geben wir die Zwiebeln rein. Mal so. Und die Lauchzwiebeln. Und die Karotten. Und Knoblauch. So, das war's jetzt aber. Ja, das dünsten wir jetzt einfach so ein bisschen an. Und dann füllen wir das dann gleich weiter auf. Ja, jetzt ist das alles richtig schön angedünstet. Jetzt geben wir auch unsere Brühe dazu. Und unsere Tomaten. Plupp. Und dann auch noch unseren Weißwein. Beim Weißwein ist zu beachten, dass man halt dann vielleicht jetzt nicht so den allerbilligsten Weißwein nimmt, sondern einen, den man auch normalerweise trinken würde. Ja, so 300 bis 400 Milliliter Weißwein. Ein bisschen Aroma rankommen. Und jetzt lassen wir das erstmal aufkochen und dann lassen wir das bei offenem Deckel erstmal 10 Minuten köcheln. Ja, jetzt hat das schon 10 Minuten gekocht. Und ich habe natürlich eine Sache mal wieder vergessen. Die 3 Lorbeerblätter kommen natürlich dann auch gleich mit rein, wenn die Brühe reinkommt. Und dann so die öfters bei mir Videos gucken, die haben sich doch bestimmt schon gewundert, hey, was ist da los? Also beim Wein natürlich ganz wichtig, vorher natürlich einen Schluck für den Koch. Das müsst ihr unbedingt machen, ansonsten geht das ja eigentlich gar nicht. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil ich selbst gerade neues Jahr und so. Neue Vorsätze, deswegen erstmal kein Alkohol und halt auch nicht so Alkohol, mal probieren, gar nicht weg. Aber wenn ihr das macht, müsst ihr das auf jeden Fall machen, außer ihr habt auch so eine komischen Vorsätze, so wie ich. Jetzt geht's weiter. Es kocht hier richtig schön sprudelnd und jetzt nehmen wir unsere Absala, unsere Muschel und werden die alle erstmal abgießen. Weil wenn man die lagert, dann muss man halt erstmal ein bisschen Wasser mit dazu packen, damit die dann noch ein bisschen länger hier in der Schüssel überleben. So, nachdem wir alles abgewaschen haben, kommt dann hier alles rein und ich hoffe wirklich, dass hier alles in den Topf passt. Gerade so. So, jetzt kommt der Deckel drauf und jetzt lassen wir das 10 Minuten richtig sprudeln kochen, also mit Vollspeed weiter. Und so alle 2 Minuten werden wir einfach mal rütteln. Das heißt, wir nehmen uns hier den Topf und machen so, dass sich das schön verteilt. Wer dafür jetzt nicht so viel Kraft hat oder macht, keine Ahnung, 10 Kilo Muscheln, ist ein bisschen schwer, das hochzunehmen, nimmt einfach einen Löffel und rührt dann um und dann läuft das auch.
So, 10 Minuten später machen wir mal hier unser Dampfbad auf. Und wie man sieht, sind alle schön aufgegangen. Also ich hoffe, das sieht man, weil es ist ja ganz schön dampfig und ganz schön wenig Platz jetzt im Topf. So, und dann nimmt man sich jetzt einfach die Muscheln, packt sie sich auf so einen Teller. Am besten umso größer Teller, umso besser. Ich mache das jetzt extra mit der Kelle, so wie ihr seht, damit man dann halt auch noch ein bisschen was vom Sud mit drauf hat. Ja, und dann hat man hier schon den ersten Teller angerichtet. Noch ein kleines bisschen kochenden Sud oben drüber. Und wisst ihr was? Machen wir jetzt mal ohne Schnitt, machen wir jetzt mal weiter. Und ich koste mal. So, dann suche ich mir hier mal eine schöne Muschel aus. Und das Geile ist, also hier sehe ich gerade eine leere Muschel. Kleiner Tipp, die kann man halt auch super als Gabel benutzen. Und dann nimmt man sich hier so die Muschel und kann dann hier zack, Eis schreien, das Muschelfleisch rausnehmen und dann schön essen. Boah, das ist geil. Perfekt. Also, ihr müsst auch gar keine Gewürze dran machen, weil Salz ist noch, hat die Muschel ja sowieso noch gespeichert aus dem Meer. Und es ist noch ein kleines bisschen salzig. Pfeffer, finde ich, passt dazu auch nicht so geil. So ist das wirklich perfekt. Macht das nach. Es ist einfach super geil. Eigentlich auch relativ einfach, weil es schnell gemacht, 20 Minuten fertig. Macht das nach. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.